Hallo Freunde, hier ist mal wieder der Callcenter Crusher. In diesem Video habe ich zwei Kurzanrufe und einen längeren Anruf in zwei Akten. Die Betrüger haben sich permanent in Widersprüche verwickelt und kannten sich nicht auf der eigenen Webseite aus oder konnten die eigene Regulierung nennen. Der Betrüger hat sich sogar Hilfe aus dem Hintergrund geholt, die so laut geredet hat, dass ich sie gehört habe. Natürlich hat mich das nicht überzeugt und so gingen die Betrüger leer aus. Nach dem Intro werdet ihr sicher kopfschüttelnd zuhören. Viel Spaß dabei! Hallo? Hallo? Wunderschönen guten Tag, Johanna Wolfgang spricht am Apparat. Ich grüße Sie. Sie haben eine Anmeldung durchgeführt für das Onlinehandel am Finanzbörse, korrekt? Ja, das ist richtig. Genau, ich bin Ihre Kontooperatorin. Ich werde Sie weiter unterstützen, damit Sie Ihre Handelskonto erfolgreich aktivieren werden. Bis dahin aber, haben Sie erst einmal alles verstanden, wie es funktioniert, oder haben Sie noch weitere Fragen dazu? Es gab ja nicht viel zu verstehen, da gab es ja keine Informationen. Was für Informationen benötigen Sie? Naja, wie es funktioniert, bestimmt, ja? Richtig, genau. Also, Sie bekommen eine Software, was für Sie das Handeln übernehmen wird. Von Ihrer Seite benötigen Sie keine Erfahrungen für das Handeln. Sie haben einen persönlichen Finanzexpert und Ihre Software, was das alles harte Arbeit für Sie übernehmen wird. Als Startkapital brauchen Sie 250 Euro. Mit der Summe können Sie das Handeln anfangen. Als Einzahlungs- und Auszahlungsmöglichkeit können Sie bei uns ein PayPal-Konto oder Online-Banking nutzen. Haben Sie einen von denen? Ich habe eins von denen, ja. Okay, sehr schön. In diesem Fall natürlich können Sie Einzahlung entweder mit PayPal oder mit Online-Banking tätigen. Und damit haben Sie schon mal das Konto aktiviert. Ja, Zugangsdaten bekommen Sie erst nach der Kontoaktivation. Und dementsprechend können Sie auch schon mal mit dem Handel anfangen. Ja gut, aber das ist ja gut. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert, also so grob. Aber mit was kann ich denn handeln überhaupt? Mit allen Vermögenswerten, was am Finanzbörse existiert. Weil Vermögenswerte? Was sind denn Vermögenswerte? Bitcoin, hallo. Aktien. Bitcoin, Aktien, Kryptowährungen. Ach, Vermögenswerte. Ja, Sie sagten Vermögenswerte. Ich weiß nicht, was Vermögenswerte sind. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Stefan Rossi. Schön, Sie erstmal zu erreichen. Ich habe Sie angerufen, weil Sie bei uns registriert sind, richtig? Mit wem wollen Sie denn sprechen? Mit Herrn Nasebart, Jens Nasebart. Ah ja, okay. Genau, Sie haben bei Bitcoin Bank Ihre Daten eingetragen und ich bin da, um Ihnen zu helfen, weiter Ihren Konto aktiv zu stellen. Haben Sie im Moment Zeit? Ja, habe ich. Okay, ich werde Ihnen einen Link senden. Ja, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder ist das erste Mal? Im Links empfangen? Doch, ja, ich habe schon mehrere Links empfangen. Haben Sie schon Erfahrung oder? Ja, ich habe schon Erfahrung im Links empfangen. Ich meine, da wo Sie Ihren Konto aktiv stellen, bekommen Sie einen Link, meine ich. Ja, Sie haben mich gerade gefragt, ob ich Erfahrung habe. Ja, ich habe Erfahrung im Link empfangen. Ich meine im Trading online, Entschuldigung. Ach so. Ja das gut, das haben Sie ja so nicht gesagt. Entschuldigung, ja, haben Sie Erfahrung in Online-Trading? Ja, habe ich schon, ja. Okay. Alles gut. Sie können ruhig bei Ihrer E-Mail-Adresse gehen. Ja, ich weiß ja noch gar nicht. Erzählen Sie doch erstmal was über Ihre Firma. Was brauchen Sie wissen? Also... Sie haben selber alles gesehen, Sie haben selber alles gelesen. Man braucht nur 250 Euro, ein Konto aktiv zu stellen, das ist das Mindestbetrag. Und dann, wenn Sie Erfahrung haben, dann wissen Sie ja, wie das funktioniert. Ja, vor allem weiß ich, dass ich in den letzten Minuten drei Anrufe über diese eine Anmeldung bekommen habe. Also möchte ich gerne wissen, für welche Firma Sie jetzt anrufen. Also bei Bitcoin Bank haben Sie Ihre Daten eingetragen, richtig? Ja, aber darum geht es ja nicht. Ich möchte gerne Ihre Firma wissen. Ich weiß es nicht, mit wem Sie gesprochen haben.
Ja, aber da, wo Sie Ihre Daten eingetragen haben, da melde ich mich ja. Ja, naja, aber ich habe, wie gesagt, ich habe mit einem Eintrag drei verschiedene Firmen, die mich angerufen haben. Jetzt möchte ich gern wissen, welche jetzt Ihre Firma ist. Da, wo Sie Ihre Daten eingetragen haben, lieber ja, Herr Nasebart. Also Bitcoin Bank. Ja, das ist Ihre Firma. Sie bekommen ein Konto, ja? Auch da, Sie Augenblick. Genau, erst da, wo mal, Sie handeln können. Ja, da, bitte. Also, Bitcoin Bank ist Ihre Firma. Ja, genau. Dann gehen wir da, das mal. Da, wo Sie Ihre Daten eingetragen haben. Bitcoin Bank. Und dann, wie geht's weiter? Der Link? Zu Ihrer Plattform also, dann als Ihre Firma? Sie bekommen den Link, Ihre Einzahlung zu machen. Aber ich weiß nicht, mit was Sie Ihren Konto aktiv stellen werden möchten. Ja, entweder mit Online-Banking oder entweder mit einer Kreditkarte. Das werde ich entscheiden, wenn ich etwas über Ihre Firma weiß. Aber bis jetzt haben Sie ja noch nicht mal gesagt, wie Ihre URL ist. Also bitcoinbank.com.io. Was? Wo haben Sie diese Anmeldung gemacht? Entschuldigung, aber wo haben Sie das angemeldet? Ich sagte doch, das war, Sie haben doch selber gesagt, Bitcoin Bank, aber das ist ja nicht Ihre Webseite, das ist Ihre Werbeplattform offensichtlich, sonst hätte ich ja nicht drei verschiedene Anrufe von drei verschiedenen Firmen gekriegt. Welches ist jetzt von Ihre Firma? Firmen haben Sie bitte? Ja, Sie müssen bitte mir sagen, von welchen nee, Firmen nee, Sie nee, nee, muss ich nicht, muss ich nicht. Sie müssen mir erstmal sagen, welches Ihre Firma ist. Also, wie ist der Link zu Ihrer Firma? Sagen Sie mir den bitte. Ja, ja, werde ich Ihnen sagen. Bitcoin Ihnen Bank sagen. Und dann? Wie geht's weiter? Okay, können Sie eine Webseite öffnen? Ja, wenn Sie mir sagen, wie sie heißt, ja. Ja, genau. Ich werde ihn doch buchstabieren. Ja, dann machen Sie mal. Okay, sind Sie jetzt auf der Seite? Wie denn? Sie haben Ihre Seite noch gar nicht gesagt. Also. Ich meine. Ja, ja, ich meine, sind Sie auf der Google-Seite, meine ich. Ich nicht bin im Browser, C, das wollen Sie wissen. Ja. Okay. Buchstabiert. C wie Cäsar? Ah, das kann also nicht Bitcoin Bank sein. Okay, Cäsar. O wie Otto. Ja. I wie Ida. Ja. M wie Nordpol. Ja. C wie Cäsar wieder. Ja. E wie Ida. Ja. E wie Emily. Ja. Richard, Gustav. Ja. Emily, Punkt. Ja. Deutschland, Emily. Concierge.de, das ist Ihre Webseite. Concierge.de. Das heißt Concierge. Also so sagt man, weil das ein internationales Handelsblatt ja, ist. Ja, eben, dann sagt man Concierge, wie im Hotel auch. Das ist ein Concierge und nicht ein Concierge. Haben Sie gesucht? Alles gut, haben Sie jetzt da drauf? Ne, ich gucke gerade erstmal. So, also. Okay. Okay, so, dann schauen wir doch mal. Muss ich hier alles erst eingeben, so. Dann sind Sie also DE, das heißt, Sie sind eine deutsche Firma, richtig? Natürlich. Mhm, okay. Und als deutsche Firma, dann haben Sie ja auch, dann müssen Sie ja einen Sitz in Deutschland haben, richtig? Was haben wir? Einen Sitz, einen Hauptsitz in Deutschland. Natürlich haben Sie alles bei der Plattform. Also, Sie wollten doch mal unseren Plattform sehen, da finden Sie alles. Ja, und jetzt wo finde ich denn das auf Ihrer Plattform? Also ganz unten finden Sie das alles. Das, okay. Da sind alle Informationen über uns, Kontakte, ne? Gut. Alles. Dann schauen wir mal. Concierge.de. Hallo. Ich bin hier. Ja, Sie waren plötzlich nicht zu hören. So. Dann
Schauen wir doch mal. Sehr laut bei Ihnen. Soll ich ihn stumm schalten? Nee, also einfach ein bisschen für Ruhe sorgen. Ja, weil wir sind nicht, ich bin nicht alleine hier, deswegen sind viele Kundenberater und jeder arbeitet, ne? Ja, also Ihre Seite öffnet sich nicht gerade. Sind Sie bei CoinSearch? CoinSearch.de, ja. Richtig. Öffnet sich das nicht? Vielleicht über den Computer? Nein, da funktioniert es hervorragend. Bei mir arbeitet das sehr gut. Ja. Nee. Das dauert und dauert und dauert. Ja, dann haben Sie Internetverbindung schlecht. Nein. Ich habe hervorragende Internetverbindung. Bei mir öffnet das direkt. Also ich weiß nicht bei so, Ihnen. So, dann jetzt öffnet die sich so langsam. Okay, gut, okay. So, und wo sind die Informationen? Ganz unten. Ja, ganz unten stimmen Sie. Also Sie sind immer noch nicht bei der... Also Sie haben nicht mal den Hauptseite geöffnet. Doch, ich bin auf CoinSearch. Ja. Okay, das ist ja komisch. Im Impressum steht, dass Sie aus England sind. Hauptsitz, ja. Ja, aber es ist doch eine deutsche Webseite. Sie haben gesagt, wo unsere Filiale sind. Ja, wir aber haben Filiale Sie, in Sie, Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz, Italien. Wir ja. sind international. Ja, ja, aber wie gesagt, Sie haben eine deutsche Webseite. Ja, was soll das bedeuten? Da steht doch DE, also... Ja, das heißt nur, dass Sie sich eigentlich an deutsche Gesetze halten. Das ist das Einzige. Ja, wir dürfen in Deutschland okay. bekommen. Also jeder von Deutschland darf bei uns kommen. Okay, wenn Sie in Deutschland sonst sind... Sonst würde da coinsearch.uk musste da stehen. Aber wir haben DE, Österreich, Italien. Also wir dürfen in EU Kunden bekommen. Okay. Deswegen können wir auch Werbungen durch Internet machen. Okay, gut. Und dann ist Ihre Entscheidung, was Sie machen wollen. Unser Vertreter ist Adam Grunweg, der ist auch ein Deutscher. Ja, darf ich jetzt mal wieder? Weil Sie reden ja dauernd so. Also, Sie sind also in eine deutsche Domain, okay. Dann die Frage ist, wie kann man bei Ihnen einzahlen? Auf welche Art und Weise? Sie können entweder eine Kreditkarte, Krypto, Banküberweisung. Okay. Das ist ja schon mal gut, okay. Und als deutscher Dienstleister im Finanzwesen, dann müssen Sie ja also quasi auch bei der BaFin gelistet sein und reguliert sein. Als deutscher Finanzdienstleister. Sie können doch sehen, BaFin ist nur in Deutschland. Ne? Ja, und eben, und Sie haben, Sie haben eine deutsche Webseite. Wir sind international. Ja, aber Sie haben eine deutsche Webseite. Okay, dann sind Sie also nicht bei der BaFin reguliert. Wo sind Sie dann reguliert? Also wir sind nicht nur in Deutschland reguliert und lizenziert, ne? Ja, warum muss dir das jemand vorsagen? Bitte? Warum muss Ihnen das jemand vorsagen? Ich habe es genau gehört. Was meinen Sie? Ich verstehe jetzt nicht. Müssen ja, das glaube ich. Sie verstehen das nicht. Oder nicht. Also, wo sind Sie reguliert und registriert? Es steht alles bei der Plattform. Ich habe Sie doch jetzt gerade dran. Also können Sie mir das sagen oder nicht? Also, da steht bei der Streitschlichtung. Nee, darum geht es nicht. Es geht nicht um Streitschlichtung, es geht um Regulierung. Als da ist doch Regulierung. Können Sie doch sehen. Bei Streitschlichtung. Und Sie sehen, wo wir lizenziert und reguliert sind. Ja, schauen wir doch nochmal. Dann schauen wir nochmal ganz genau nach. Okay. So. So. Also ich habe über uns Kontakt, Redaktion, Impressum, Haftungsausschluss, Datenschutz und News. Und wo steht jetzt nun Ihre Regulierung?
Also, sind Sie bei Impressum, ja? Nein, ich bin auf Concierge. Ganz unten. Ja, aber ganz unten steht Impressum. Ja. Genau, und dann sind Angaben gemäß, Adresse vertreten durch, Kontakt, verantwortlich und so weiter. Und dann Streitschlichtung steht da unten. Das hat ja nichts. Streitschlichtung ist ja nun mal was ganz anderes als eine Regulierung. Aber da steht doch der Link. Nein, da finden Sie bei der es ist Streitschlichtung, es ist keine Regulierung. Finanzdienstleister müssen reguliert sein. Streitschlichtung ist etwas anderes. Also, da können Sie lesen? Ja, ich kann lesen und ich weiß auch, was Streitschlichtung ist und ich weiß auch, was Regulierung ist. Da ja, ist ein Unterschied. Sie selber wissen, warum machen Sie das nicht allein? Ja, wieso? Hier steht doch nicht, wo Sie reguliert sind. Wo sind Sie reguliert? Das ist meine Frage. Wir sind bei der FCA. Ach, bei der FCA, okay. Das hilft FCA, mir ja weiter. Ja. Ja, gut, das ist aber was anderes als Streitschlichtung. Ja, aber bei der Streitschlichtung steht doch der Link, da können Sie draufklicken und da ist jede... ja, Streitschlichtung. Also, okay, dann sind wir jetzt auf der SCA. Dann geben Sie mir bitte mal die ID, Ihre ID, mit der Sie bei der FCA reguliert sind. Okay, ganz kurz, eine kleine Frage. Also, ich werde das zeigen, aber eine kleine Frage. Was machen Sie beruflich? Was ich mache? Ich bin im Stahlhandel. Was ist das? Ich weiß nicht. Ja, es nützt Ihnen doch wenig, wenn Sie mich fragen, was ich beruflich mache, wenn Sie gar nicht verstehen, was ich sage. Ja, weil Sie stellen mir auch viele Fragen. Ich bin da, um Ihnen ja, zu helfen, ich kann Ihnen genau sagen, warum ich viele Fragen stelle. Ich bin ein Investor, der investieren will. Und ein Investor will natürlich viel wissen über die Firma, bei der er investiert. Und ich bin da, ja, wenn Sie Ihre Daten eintragen, dann lesen Sie auch, wo wir sind, was wir machen. Ja? Nee, also da ich steht... Ich brauche Ihnen nicht sagen, ich bin da zuständig, Ihnen zu helfen, Ihre Konto aktiv zu stellen. Na, so langsam werden Sie aber und nervös, Sie was? Machen. So, da, ja, weil, Sie, so, ja, so langsam weil sind Sie nervös, ne? Also, wie ist das jetzt mit der Registrierung bei der FCA? Ich mache nur meinen Job, verstehen Sie? Ich bin da nicht ja, der Chef. Was ist denn jetzt? Das war. Ja, gut. Ja. Okay, und Sie, dann sagen Sie mir doch jetzt einmal, wie Sie bei der FCA gelistet sind. Mit welcher Nummer? Welcher ID? Augenblick, ja. Ja? Soll ich Ihnen das alles per E-Mail schicken? Nee, das können Sie mir sagen. Das sind ja nur ein paar Zahlen. Ja, aber ich muss das per E-Mail schicken. So kann ich Ihnen nicht sagen. Warum? Das sind nur ein paar Zahlen. Mehr ein paar Zahlen können Sie schon nicht sagen? Weil die Schänzer... Wissen Sie, ich muss ja bei der Supportabteilung fragen und die schicken mir das und ich schicke Ihnen das. Ja, dann sagen Sie mir einfach die Zahlen... Erfragen Sie die Zahlen, mit der Sie bei der FCA reguliert sind. Die ja, ID. Ja, okay, ich rufe Sie in 2 Minuten nochmal. Ist das okay? Ja, natürlich. Okay, alles klar. Bis gleich. Ja. Ja, bitte? Ja, ich bin's nochmal, Stefan. Ja? So, ich habe mit der Supportabteilung gesprochen. Also, bei CoinSales haben wir die Tat eingetragen. Das heißt, Ihre Interesse wurde da gezeigt, deswegen. Und unsere Handelsplattform, da wo Sie handeln werden, ist AvaTrade. Ach, doch nicht CoinSearch. Das okay. Ist der Werbung, wo wir die Anmeldung gemacht haben. Weil CoinSearch ist keine Handelsplattform, ne? Okay, dann gehen wir jetzt mal auf die Handelsplattform. Ja. So. Wie schreibt sich die dann? Anton. Ja. V wie Victor. Ja. Anton. Ja. Theodor. Ja. Richard Anton. Ja. Dora Emily. Ja. .de. .de. AvaTrade.de. Ja. Okay. Und ganz unten stehen die lizenzierten Nummer und alles. Sie können uns auch bei der BaFin gucken, dass wir lizenziert und reguliert sind.
Wir sind von Zeitzeit lizenziert reguliert, von Zentralbank in Irland auch, Australien und viel mehr. Ja gut, aber wenn Sie in Deutschland sitzen als Trading-Plattform, dann müssen Sie ja dann auch bei der BaFin reguliert sein. Können Sie nachschauen. Ja, und wo steht das hier auf Ihrer Webseite? Ganz unten, wenn Sie ganz unten gehen, ja, Sie haben mehr als 2-3 Lizenzen da. Ja, es ist, für Deutschland ist ja nur eine wichtig. So, aber bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. So. Sind Sie bei Avatrade? Ja. Ganz unten gehen Sie, ganz unten. Ja, und wo da? Ganz unten stehen alle. Also bis jetzt sehe ich da noch nichts. Wo ist denn das Impressum da? Also, ganz unten mit der Maus gehen, ganz unten. Ja, ich bin ganz unten. Genau, steht da Facebook, YouTube, Instagram und so, Twitter. Ja, schon, aber das interessiert mich ja nicht. Ja, und daneben steht doch Avatrade EU LTD. Wir sind von der Financial Conduct Authority, also FCA, lizenziert reguliert. Da sind doch alle Abu Dhabi, Global Market. Ja gut, Augenblick, dann gucken wir doch mal. Sie müssen ja als deutsche Plattform, wenn Sie eine deutsche Domain sind und in Deutschland handeln, müssen Sie ja bei der... Können Sie im Internet auch recherchieren, ob wir in Deutschland handeln dürfen? Ja eben, das mache ich ja gerade. Okay, super. So, also bis jetzt sehe ich noch nichts hier von der BaFin. Können Sie im Internet recherchieren? Ich bin doch dabei. Oder? Ich bin doch dabei. Genau. Gehen Sie oder bei Finanzkondukt Authority, kennen Sie auch. Nein, Sie haben doch gerade gesagt, Sie sind bei der BaFin gelistet und reguliert. Haben Sie doch gerade gesagt. Also, wie gesagt, wir dürfen. Wenn man darf, darf man auch. Ja? Wenn man darf, darf man auch. Ja, dann sagen Sie genau, mir doch einfach. Gucken Sie doch im Internet. Ja, ich bin doch gerade dabei. Da müssen Sie mir nur mal sagen, wie Ihre BaFin-ID ist. Weil da steht es nicht auf Ihrer Webseite. Also, wie gesagt, nochmal. Ich erkläre Ihnen nochmal. International und Deutschland ist was anders, ja? Deutschland ist was anders, international okay. Ist was anders. Ja? Wir haben mehr als eine Lizenz, okay? Ja, aber und Sie müssen doch in Deutschland, müssen Sie eine deutsche Lizenz haben. Wenn Sie in Deutschland mit Kryptos handeln. Und was, das tun Sie doch offensichtlich. Sie haben doch alles da, warum fragen Sie mich? Sie ja, weil es hier nicht steht, das sage ich. Sie können uns briefen. Das tue ich doch gerade, aber Sie können es mir ja nicht sagen. Sie müssen in Deutschland, wenn Sie eine deutsche Firma sind, müssen Sie in oder auch wenn Sie eine englische Firma sind, die mit Kryptos in Deutschland handelt, müssen Sie bei der BaFin registriert sein. Und das erfrage ich doch gerade. Wie ist Ihr BaFin-ID? Also, die steht hier nirgends. Vielleicht gucken Sie mal selber, vielleicht sehen Sie das ja. Ich sehe es nicht. Da steht, wie sie in Israel reguliert sind und weiß der Geier wo, in Zypern. Aber da steht nichts von der BaFin. Ja, da steht halt nicht von der BaFin. Ja, eben. Genau, das ist der Punkt. Deswegen möchte ich wissen, sie soll mir ihre BaFin-ID geben. Ja, wenn da nicht steht, dann haben wir ja nicht bei der BaFin. Ach, dann haben Sie keine. Aber da steht Europäische Union. Also Sie wollten doch eine Lizenznummer sehen, ja? Und da sind die Lizenz. Ja, von der BaFin, weil Sie gesagt haben, Sie wären bei der BaFin reguliert. Von der BaFin können Sie in einem anderen Handelsplattform gehen. Können Sie gucken. Ja, aber Sie haben doch gesagt, Sie sind bei der BaFin reguliert. Also, wie gesagt, schauen Sie die Lizenzen da, was Sie haben. Wir sind international, wie gesagt. Wir sind von Polnische, Australien, Japan, Südafrika, Mittlerer Osten sind wir lizenziert, Israel.
Gut, und wo sind Sie dann hier bei der FCA, wollen Sie? Das sehe ich ja auch noch nicht. Bei FCA, okay. Also da steht, durch die Finanzservice, also, ganz kurz. Also. Ja, ich warte. In südafrikanisches Finanzzentrum. Nein, es geht um FCA, das heißt Großbritannien. FCA gibt es auch in Südafrika. Das ist aber ganz was anderes. Sie haben gesagt, Sie sind bei der FCA reguliert. Also, wollen Sie die Lizenznummer sehen? Können Sie ja sehen, recherchieren. Das steht hier nirgends. Zentralbank von Irland. Zentralbank von Irland auch reguliert. Ja, und das wäre dann die FCA? Zentralbank. Wissen Sie Zentralbank in Irland? Ja, die Zentralbank in Irland ist ja nicht die FCA. Bitte? Ich weiß, dass nicht die FCA ist. Ja, aber Sie haben doch gesagt, Sie sind bei FCA in Großbritannien reguliert. Das steht hier nirgends. Aber Südafrika ist doch eine britische Kolonie. Ja, aber es ist nicht, das ist aber nicht in Großbritannien. Aber das ist trotzdem eine Kolonie von England, verstehen Sie? Aber es wird nicht von der FCA registriert und reguliert. Wir sind sowieso lizenziert reguliert. Ja, aber also, Sie sagen mir nicht wo. Was wollen Sie jetzt machen? Das sage ich doch. Ich möchte gerne wissen, wo Sie bei der FCA reguliert sind. Das steht hier nirgends. Machen Sie mal. Also und geben Sie mir doch die geben Sie mir doch einfach Ihre Kollegin, weil die sagt Ihnen ja alles vor. Nein, Sie sind bei mir, ich kann Ihnen nicht bei der Kollegin weiterschicken. Was ja, richtig. Sie können es nicht, weil Sie müssen sich helfen lassen von Ihrer Kollegin, die so laut redet, dass ich sie höre. Nein. Ich höre ganz genau. Kollegin hier. Also, wollen Sie ja, nein jetzt? Ja, wenn Sie mir sagen, wie Sie reguliert sind, ja. Sie haben ja gesagt, Sie doch da selber sehen. Nein, das ist da nicht. Da ist ja, dann machen Sie, was Sie wollen. Ihre 250 Euro sind mir auch egal. Ja, natürlich, weil Sie ein Scammer sind. Sie sind eine Betrügerfirma. Ja, Scammer, schauen Sie doch aber Trader, Alter. Ja, Alter, du redest nicht mit deinen Kollegen. Haha, bist du ein dummer Scammer. Oh Mann, ja, ein ganz dummer Scammer. Ja, bitte? Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich heiße Melanie. Hören Sie mich? Ich höre Sie, ja. Ich bin leitende Beraterin von Beratungsunternehmen. Ich möchte Ihnen die richtige Information über Kryptowährung geben. Ja. Wissen Sie das über Kryptos? Ja, ich weiß ein bisschen was über Krypto. Hallo. Ich höre sehr schlecht was. Ja, dann sollten Sie sich vielleicht mal ein Hörgerät kaufen, wenn Sie schlecht hören. Hallo.